Alter, was bist du denn für Typ? Miau und Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty. Wir zocken weiter Rise of the Tomb Raider. So, und ich meine, hier hinten hätte ich noch irgendwo was glitzern sehen. War doch was gewesen, oder nicht? Okay, hier ist noch was. Pilze. Pilze sind immer gut. Ja, da ist tatsächlich noch was. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ah ja, okay. Mag sowas nicht. Am Tiere. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Hier ist auch nichts mehr. Was ist das? Wahrscheinlich war es eine Ratte. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, dann gehen wir hier in diese Richtung, weil ich will nämlich unbedingt zur Krypta. Das heißt, aber vorher können wir das Relikt uns holen. Relikt ist von hier aus gesehen da. Okay. Immer natürlich ein bisschen umgucken, ob ich irgendwo was übersehen habe. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Erstmal das. Ja, ich habe jetzt gerade. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, so. Ich muss ja auch ein bisschen aufpassen wegen den ganzen. Bösewichten. Ich hab dich blinken sehen. Ja, so einfach geht das. Vor mir kann man sich nicht verstecken. Ja, vielleicht doch manchmal das nämlich. Die Stadt ist nämlich so riesig, man findet hier einfach nicht alles. Das kann man voll vergessen. Okay, ich muss einen Ticken höher. Jetzt auch. Da
okay, das funktioniert nicht. Wo sind sie? Problem ist einfach, hier knackt und knirscht es überall durch das Eis. Wo sind die denn? Ja, ist okay. Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Ja, was gibt's hier auch? Oha. Was bist du denn für Typ? Meine Fresse, überall hast du solche Verrückten, ey. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Das ist wahrscheinlich hier der Vorgänger von dem, was wir gerade eben gelesen haben. So, okay, ich möchte gerne... Oh, schwierige Entscheidung. Nein, wir gehen dorthin.
Okay, eine Etage tiefer erstmal. Nein, ich kann immer noch nicht tiefer tauchen. Ich kann nur schneller schwimmen. Valentinus, der Zeitmesser. Valentinus, der Zeitmesser. Okay. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Oh, schön. Und dann wurde sie vergraben in Eis. Ich mag das nicht. Ach, dann wird das hier wahrscheinlich Valentinus sein. Möglich. Antiker Köcher. Hallo. Okay. Steine, wo sie nicht hoch möchte. So, und da drüben ist ja nichts mehr Interessantes, ne? Okay, damit haben wir die Krypta auch leer gemacht. Jetzt geht wieder die komische Musik los, genau. Wo soll das sein? Eben. Da oben. Mal gucken, ob wir da. Ups, falsche Taste. Ob wir da irgendwie hinkommen. Das soll dann ja quasi hier rüber irgendwie sein.
nach komischen Fahnen gucken oder sowas in der Art. So. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Okay. Okay, kann die nicht. Alles klar. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann die irgendwie an die Wand auch diese Kletterpfeile dran machen. Kann sie aber nicht. Damit hat sich das auch schon wieder erledigt. Ja. Also im Endeffekt, was haben wir dann noch? Da komme ich ja jetzt nicht hin. Dann nehmen wir uns das jetzt noch als nächstes vor. So, Lilly. Tada. Ja, 4 Herausforderungen gibt es hier. Alles klar. Ein Überlebensversteck. Hier oben gab es auch noch irgendwas, habe ich gesehen. Wenn ich dann noch ein Dokument oder so. Wandgemälde haben wir noch eins. Noch 3 Überlebensverstecke, aber ich würde sagen, das bringt uns ja alles nichts, wenn wir jetzt nicht erstmal weiterkommen. Jetzt kann ich... Achso, coole Sache. Kann ich mehr Dinger tragen. 7? Kann ich hier auch 7, ne? Ja. Ist auch schon mal was. 55 kann ich jetzt tragen. Krasse Sache. Ah, hier vorne liegt auch noch was. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Oha. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee.
da oben noch eine Glocke hängt oder hatte ich die weggemacht? Hier war doch gerade auch noch was. Da hatte ich mich verguckt. Nun denn. Wollen wir? Oha. Oh oh. Ich nicht. Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Hallo, mal eben kurz, ne? Du kriegst mich nicht, ne, du Bastard. Bist du Arschloch? Oh, ich hasse die Pistole. Jetzt weg. Jetzt aus. Sagen, kannst du das jetzt nicht mehr einsammeln? Ach nee, guck mal an, jetzt komm ja da auch. Ach Quatsch, mit dem F, nicht E.
ja, ist okay. Muhahahaha! So. Komm ich da hin? Sagst du... Aha! Ach nein. Ein Trinkhorn, recht unüblich für die byzantinische Kultur, scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Aha! Ja, ha, 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 ha. Damit kann ich das Katapult ausrichten. Welches Arschgesicht hat auf mich gefeuert? Sieht aus, als könnte ich das Tor ins Visier nehmen. Willst du mich verarschen? Sieht aus, als könnte ich dieses Ding ausrichten. Vielleicht kann ich das Tor treffen. Jedes Mal, wenn ich da dran gehe. Ist doch nicht normal.
Oh. Okay, nochmal. Ne, irgendwo ist hier gerade, weiß ich nicht. Entweder schießt da wirklich einer einmal wieder auf mich. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das Spiel mal ausmachen und neu starten oder so. Ja. Na, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich sehe ja so auch keinen. Es ist ja auch keiner hier. Ja, dann mache ich das Spiel nochmal aus und starte das dann von hier aus neu. Ich hoffe, dann bin ich dann quasi auch wieder hier, weil es wäre kacke, wenn ich da mal alles neu machen müsste. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge auf jeden Fall bis hierhin gefallen. Lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben, nach unten, einem Kommentar und ganz wichtig für mich natürlich einem Abo. Und dann hört ihr mich in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.